Statt 800 Watt 2000 Watt mit dynamischer Einspeisung. Das ist der GroWatt Noah Speicher für Balkonkraftwerke. Hier haben wir Anschlüsse bis zu 4 Solarmodule und dieser Anschluss geht normalerweise zum Wechselrichter, der maximal 800 Watt einspeisen kann. Der Heumals 2000 ist mit allen Eingängen parallel geschaltet, so dass wir am Ende hier zwei Kabel haben, Plus und Minus. So ein Anschluss ist vom Hersteller nicht vorgesehen. Wenn irgendetwas passiert, verlierst du alle Garantieleistungen und eventuelle Versicherungsansprüche. Beachte auch, dass die MC4-Stecker für solche hohen Ströme, die wir gleich fahren werden, nicht vorgesehen sind. In den letzten zwei Videos haben wir festgestellt, dass dieser Anschluss bis zu 2000 Watt liefert. Sehr gut, dann gehen wir doch mit diesen zwei Kabeln in unsere Einschaltstrombegrenzung, falls irgendwelche Stromspitzen die Geräte zerstören. Und von da aus Ausgang gehen wir zu unserem Wechselrichter. Aktuell ist der gedrosselt auf 220 Watt. Wir gehen jetzt mal auf 800 Watt. So, 200 Watt. Limit auf 800. Und da speist er gerade 800 Watt ein. Jetzt gehen wir auf volle Leistung. So. Aktuelles Limit 2000 Watt und wir speisen 2000 Watt ein. Alles klar, wir haben 2000 Watt und einen Heumalz-Wechselrichter. Da können wir doch eine Nulleinspeisung mit der DTU machen. Wir nehmen jetzt den Eco-Tracker einfach auf deinen Zähler anklipsen ohne Elektriker. Er misst den Verbrauch deines Hauses, schickt die Daten an die Open DTU on Battery. Wir sehen auch hier Leistung Netz 193 Watt. Wenn wir unter Stromzähler den Eco-Tracker hinterlegen und den Dynamic Power Limiter einschalten, wird der Heumalz-Wechselrichter genau auf die Leistung eingestellt, die unser Haus gerade benötigt. Ich zeige dir das jetzt mal. Unser Haus verbraucht gerade 194 Watt und der Wechselrichter wird gerade eingestellt. Ich starte jetzt mal einen Kryptominer, damit die Grafikkarte etwas mehr Strom verbraucht. So, wir haben 192 Watt, 229 Watt, 229 Watt, 371 Watt verbraucht der Miner oder die Grafikkarte und der Wechselrichter speist genau diese Leistung ein. Das Besondere an dem GroWatt Noah Speicher ist, wenn wir den Speicher erweitern, also einen weiteren hier aufstellen, können wir pro Einheit vier Module anschließen, also insgesamt acht Module. Wir brauchen unseren GroWatt Noah Speicher, einen Heumalz-Wechselrichter, die Einschaltstrombegrenzung, den Eco-Tracker, wenn du eine Nulleinspeisung fahren willst. Wir haben übrigens die neue Version, die sieht ein bisschen anders aus. Wunder dich deswegen nicht, die Funktion ist die gleiche. Und die passende Open DTU. Alle Bauteile bekommst du auf dieser Seite, wenn du runterscrollst unter Hashtag 23. Hashtag 33 haben wir die Einschaltstrombegrenzung und Hashtag 34 den Eco-Tracker. 35 haben wir den 8-Pin-Stecker für den GroWatt Noah Speicher.